Nokias Asha 210, welches auch WhatsApp-Phone genannt wird, ist das neue Gerät aus der Asha-Reihe. Mehr dazu gibt's in diesem Video. Das Asha 210 von Nokia ist das erste Smartphone, welches einen extra WhatsApp-Knopf auf der Tastatur hat. Das Asha wurde extra für Leute entworfen, welche viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Deshalb hat das Gerät eine Tastatur, welche den Tippkomfort erhöht. Der Bildschirm musste deshalb jedoch auf winzige 2,4 Zoll verkleinert werden. Nokia hat gar nicht versucht, das Gerät hardwaretechnisch auf den aktuellen Flaggschiff-Stand zu bringen. Vielmehr ist das 210 ein Smartphone, bei dem Nokia einzig und allein auf die Query-Tastatur mit dem WhatsApp-Knopf gesetzt hat, um Interesse bei Kunden zu wecken. Das Gerät hat eine starke Einbindung der sozialen Netzwerke in das Betriebssystem. Das bedeutet, Nachrichten und Neuigkeiten werden sofort auf dem Homebildschirm angezeigt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, so könnt ihr meine wöchentlichen Videos verfolgen. Das war LifeTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.